Was für ein herrlicher Tag, ein wunderschönes Alpenpanorama und gleich geht's in hohem Tempo talabwärts. Es ist ein sehr romantischer Tag für mich heute. Was heißt romantisch? Ihr spinnst, das hat mit Romantik nichts zu tun. Ich kenne die Alpen wie meine Westentaschen, wirklich. Das wird ein Krampf heute. Aber ich bin top in Form, wirklich. Mein Bob ist eine richtige Turbo-Raketen. Schau mal. Wie nennt man den überhaupt? Zapfen-Bob oder Zipfi-Bob oder wahrscheinlich Spatzi-Bob, hä? Du spinnst, du greifst das nicht an, du Flachländer! Der ist eine Beleidigung für jedes Gipfelkreuz, der Deutsche, wirklich. Was soll denn das? Hier, Cockpit-Spray! Cockpit-Spray für meine Raketen und außerdem, darauf bin ich besonders stolz, ein Fuchsschwanz, gell? Für einen aerodynamischen Antrieb. Ha! Das ist was! Da kannst du scheißen gehen, du. Außerdem ist er tiefer gelegt, verstehst du? Da bin ich praktisch mit dem Hintern im Schnee. Eigentlich ist kein Zipfi-Bob, sondern ein Arsch-Bob. Sehr interessant. Oh. Auch einen Kohldampf hätte ich jetzt aber auch noch. Nix fressen. Jetzt wird gestartet. Der Start ist das Wichtigste, weil da kannst du schon Hundertstel verlieren. Also, los geht's. Ach, schau mal. Schade, dass Sie das zu Hause nicht sehen können. Oh, ist das süß da. Ist ein kleines Schneehäschen, wie entzückend. Wir haben jetzt gerade Zeit, Hasen zu streicheln oder Enten zu füttern. Mein Gott, da geht ja nichts weiter. Ich glaube, ich muss mal mein Turbo zünden da. Pass auf, die Geheimwaffe. Da wirst du Augen machen jetzt. So. Das ist gemein. Mit der Turbo da gezündet und dann geht's los. Jawohl. Oje. Ja. Oje. So, du kannst gleich spazieren gehen. Oh. Jawohl. Oh. Ah. So, erster leckt's mich am Arsch. Ja. Ich hoffe, mein Raketenantrieb reicht bis 12.12. in Westendorf. Oh, Verzeihung. Mach nochmal. Na, mit Rülpsen. Oder nur Rülpsen. Achtung.